Die Aktienmärkte, vor allem an der Wall Street, haben gestern dann plötzlich doch reagiert auf das Coronavirus. Ausbreitungsängste, dass das nicht nur in China, sondern auch Südkorea, Japan etc. sich hier weiter verschlimmern könnte, die Situation. Ich will aber im heutigen Ausblick auf die Märkte mal einen anderen Aspekt beleuchten, der vielleicht noch nicht so auf dem Schirm von vielen ist, nämlich der Anstieg der Inflation durch die absehbare Entglobalisierung. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu eben diesem Videoausblick. Ich will Ihnen mal kurz zeigen, was ich damit meine. Wir haben zum Beispiel Berichte hier aus den USA, wo Firmen sagen, naja, wir haben praktisch jetzt keine Chance mehr, derzeit Güter aus China zu bekommen. Also müssen wir die woanders erstehen, kaufen. Das tun wir dann in den USA selbst, aber wir müssen dafür sehr viel mehr bezahlen, nämlich 40% mehr, und wir können uns nicht leisten, einfach diese 40% mehr Bezahlung praktisch auf Kosten unserer Marge gehen zu lassen, weil das die Marge gar nicht hergibt. Also müssen wir die Kosten an die Konsumenten weiterreichen, und genau das ist sozusagen das, was kommt, wenn diese Dinge sich weiter zuspitzen. Wir haben gesehen, gestern der Philadelphia Fed Index mit dem größten Anstieg im Vergleich zum Vormonat seit 1995. Davor stand der New York Empire State Index sehr, sehr gut. Also möglicherweise ist das schon ein Ausdruck dessen, dass hier vieles nicht aus China bestellt, geliefert werden kann. Dementsprechend man dann in der Heimat, im Prinzip im Heimatland, eben diese Güter bestellt. Und wir sehen, dass zum Beispiel in den USA, auch in Europa, by the way in Deutschland, hier die Erzeugerpreise deutlich angestiegen sind, weit über den Erwartungen lagen. Ich kann mich nicht erinnern, die Erwartung war bei 1,5–1,6%, wir sind reingekommen, aber bei 2,1%, kann mich nicht erinnern, eine so deutliche Abweichung schon mal gesehen zu haben. Und das reflektiert so ein bisschen das, was hier der Fall ist. Wir sind derzeit im Prozess einer weiteren Entglobalisierung. Wir hatten die Zölle durch den Handelskrieg von Donald Trump. Jetzt bekommen wir praktisch die Quittung für die Globalisierung, indem man sagt, okay, die Lieferketten hier mit China, das ist A, nicht unter unserer Kontrolle, B, zu weit weg. Deutschland etwa ist gar nicht mehr in der Lage, so essentielle Dinge wie Antibiotika selbst herzustellen. Da hat die letzte deutsche Firma, die das gemacht hat, im Jahr 2016 geschlossen. Wir werden das aber wieder tun müssen. Wir werden Wert darauf legen müssen, dass wir die Dinge selbst einigermaßen in der Hand behalten. Dementsprechend wird es wahrscheinlich wieder zum Beispiel Antibiotikaproduktion in Deutschland geben, aber die funktioniert wahrscheinlich zu anderen Kosten, als wir es gewohnt sind. Auch hier also ein inflationärer Effekt, der wahrscheinlich auf uns zukommt. Schauen wir uns die neuesten Entwicklungen an, wie sie jetzt sich abzeichnen in Sachen Coronavirus. Wir haben jetzt Iran 5 Fälle. Wir haben diese zwei großen Städte in Südkorea, die als Special Area gekennzeichnet sind. Praktisch so eine Art Quarantäne. Ist noch nicht ganz klar, inwieweit das ist. Auch südkoreanische Soldaten positiv getestet worden. Hubei 411 neue Fälle, 115 Tote. 3 Tote außerhalb von Wuhan in China. Die Amerikaner haben eine erste kleine Reisewarnung erlassen in Sachen Japan-Reisen und. Wir haben Peking, das zum Beispiel hier die Maßnahmen weiter verstärkt. Yunis Yun, die in Peking lebt und für CNBC arbeitet, sagt hier, ich komme nur noch unter allererschwertesten Bedingungen wieder in meine Wohnung rein. Ich muss erstens mal meine Passe zeigen, dann muss ich sozusagen viele Dokumente erstmal vorzeigen, Passe, Kreditkarte, und dann muss ich sozusagen auch zeigen, muss ich den Mietvertrag mit dabei haben, muss nachweisen, dass ich da wirklich wohne. Und es gibt dann, bekommt man einen Pass offenkundig, es gibt aber für eine Familie nur 3 Pässe. Wenn die Familie jetzt also aus 7 Menschen besteht, dann gibt es trotzdem nur 3 Pässe, und die 4 anderen können nicht aus der Wohnung raus, respektive aus dem Quartier raus. Das sind die Zustände, wie sie derzeit der Fall sind, und das bedeutet natürlich, solange das so ist, wird in Sachen Produktion weiter nicht sehr viel passieren in China, und genau das ist jetzt das Thema. Was haben wir noch? Wir haben so ein bisschen jetzt schon wieder Spannungen zwischen den USA und China. China hat schon gesagt, oh, dürfte schwierig werden mit der Quote da im Handelsdeal, im Phase 1 Deal. Und jetzt hier eine Global Times Meldung, dass hier die Dinge offenkundig in der Stimmung wieder schlechter werden zwischen den USA und China. China sagt hier dann, ja, da ist aber die Phase 2 Deal Gespräche, die sind dann in Gefahr. Nachtigall, ich höre dir Tropfen. Und all das wird natürlich Auswirkungen haben auch auf die Gewinnsituation
bei den Unternehmen, vor allem diese Coronavirus-Geschichte. Wir sehen hier die Revisionen der erwarteten Gewinne bei US-Unternehmen. Und wir sehen, ja, das geht immer in schöner Regelmäßigkeit dann deutlich nach unten in den verschiedenen Vorjahren, die wir hier sehen. Hier sehen wir das Jahr 2020. Und hier ist schon ein bisschen was nach unten gegangen, aber angesichts des Coronavirus und der Folgen ist dieser Chart wahrscheinlich dabei, vollends nach unten durchzurauschen. Das haben die Aktienmärkte noch nicht so richtig, wie sagt man so schön, eskomptiert. Werden das aber tun müssen. Ich bin gespannt, wenn dann diese Earnings Expectations so massiv nach unten genommen werden in nächster Zeit, dass die Schwierigkeit schon darin besteht, drunter wegzutauchen, statt drüber zu springen. Aber das wird schon ein lustiger Schritt. Gleichwohl, wir hatten gestern diesen Abverkauf. Eigentlich aus dem Nichts, keine Nachrichten. Man hat dann gesucht, ich habe gesucht, Mensch, was ist da los? In dem Fall haben praktisch Kurse Nachrichten gemacht. Man hatte gesagt, ja, in Peking, da sind 36 Leute in irgendeinem Krankenhaus und so. Das ist aber alles eigentlich nur vorgeschoben. Die Schwerkraft ist es, die hier letztendlich ein bisschen bereinigt hat. Die Fahnenstangencharts zu fahnenstangenartig. Irgendwann ist dann auch mal Schluss möglicherweise. Dann finden sich schlichtweg keine Käufer mehr, aber jede Menge Verkäufer. Das war gestern der Fall. Wir sehen aber, dass das Put-Call-Ratio, also der Anteil von Puts zu Calls, nach wie vor sehr, sehr gering ist. Hier sagt Tom McLellan, dass hier die Wahrscheinlichkeit eines Toppings der Aktienmärkte durchaus hoch ist. Schauen wir uns noch an, was vielleicht auch interessant ist. Hier hat die Deutsche Bank eine Analyse herausgegeben und gesagt, ja, wen wird dieser Supply Shock, dieser Lieferkettenschock, Supply Chain Shock, wen wird der am meisten treffen? Und einer der Länder, die am meisten getroffen sind, sind die USA, weil die eben auf sehr, sehr viele Zwischenprodukte angewiesen sind. Thailand, Südkorea, Malaysia, Japan, Indien, Taiwan, das sind die Hauptbetroffenen und die USA. Ich glaube, das ist auch in den Köpfen der Wall Street noch nicht so richtig angekommen. Deutschland dagegen, Europa insgesamt deutlich weniger als China. Interessante Analyse der Deutschen Bank, wie ich finde. Und was haben wir heute noch? Wir haben heute, und das wird sehr, sehr wichtig, die Einkommensmanager-Indexzahlen Gewerbe und Dienstleistungen aus Deutschland und aus der Eurozone, aus Deutschland 9.30 Uhr. Hier sehen wir Gewerbe, da waren wir letztes Mal bei 45,3, jetzt wird 44,8 erwartet, aber die Zahlen sind ja dann nochmal richtig weggeknickt aus der Industrie, vor allem im Dezember und Januar. Also da könnten wir auch eine negative Überraschung erleben, auch die Amerikaner heute mit dem Einkaufsmanager-Index 15,45, aber da gucken die Freunde in Übersee eher nicht so drauf, die interessieren sich eigentlich nur für den ISM-Index. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, die Charts, meine Damen und Herren, Sie raten es von... Ich versuche es nicht zu sagen, doch, Capital.com, wir sehen also hier diesen Abverkauf ohne Nachrichten. Das war sozusagen einfach die pure Schwerkraft. Wenn die Dinge zu überreizt sind, dann schnappt es irgendwann mal zurück und das ist hier passiert. Dann der Versuch der Erholung jetzt im asiatischen Handel, geht es wieder nach unten mit den US Futures, auch wenn die Aktienmärkte jetzt nicht wirklich dramatisch im Minus sind in Asien. Aber wir sehen hier diesen Move beim S&P bei 3.351 Punkten aktuell. Das ist wer? Das ist der DAX mit 13.650 Punkten. Man hält sich. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.0792, nach wie vor in Sichtweite der 1.08er Marke. Wir sehen Gold, höchster Stand jetzt. Ausbruch nochmal nach oben über die 1.620, höchster Stand seit 2013. Da ist es sozusagen dieses Hedging, was ich gestern thematisiert hatte, einerseits dafür verantwortlich im Marktflüster, auf der anderen Seite ist das eben auch die Erwartung, dass dann die Notenbanken weiter die Zinsen senken, gut für Gold und wir sehen, dass amerikanisches Crude Oil für $53 zu haben ist. Also, ich glaube, das ist ein Aspekt, der in den nächsten Wochen, Monaten sehr wichtig wird, wenn wir sozusagen uns weiter entglobalisieren müssen, weil die Dinge, Entwicklungen zeigen, wie jetzt durch das Coronavirus, dass wir komplett uns teilweise abhängig gemacht haben und dass wir diese Abhängigkeit wieder versuchen müssen zu reduzieren. Also werden wir mehr hier produzieren, eigentlich eine gute Nachricht. Aber das heißt eben auch, wir haben hier eine andere Kostenstruktur und diese Kostenstruktur, die müssen die Firmen an die Verbraucher weitergeben. Und jetzt ist das natürlich nicht so richtig schick für die Notenbanken. Wie kann man perspektivisch die Zinsen senken, wenn die Inflation steigt? Diese Frage müssen die Aktienmärkte noch beantworten. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche. Servus und ciao.